zusammen auf nem Abstiegsplatz. Vor der Winterpause. Dir bleibt gar nichts anderes übrig, Schatz. Hier bei dir zu Hause. Special Agent Günther Netzers Expertenmeinung. Der Fehler im System hier fordert eine Entscheidung. Saison 98, 99 ist vorbei, die Tränen sind einigermaßen getrocknet und Borussia Mönchengladbach ist abgestiegen. Viele haben es befürchtet, manche haben es geahnt, der Akustik-Gitarren-Bonus-Track von Bud Alive rollt unaufhaltsam an. Und diesmal geht es um Kalle der Haie. Ja, ich weiß, wer ist Kalle der Haie und was soll diese kryptische Scheiße?
Kalle Delhaie war der kleine blonde Flügelflitzer von Borussia Mönchengladbach, Ende der 70er, Anfang der 80er. Tja, was soll ich sagen, Leute? Er war der Held meiner Jugend. Borussia Mönchengladbach war sowieso damals eine Mannschaft, von der man nur Fan sein konnte. Und und inmitten dieser unglaublichen Mannschaft, Kalle Delhaie, Stammplatzgarantie, fürstliches Gehalt. Die Fans haben den Boden geküsst, auf dem er gegangen ist. Und dann kam es das Angebot von Bayern München. Tja, und dann musste er sich entscheiden. Und er ging zu Bayern München. Und danach hat er nie mehr ein Fußball-Bundesligaspiel gemacht. Naja, fast kein Bundesligaspiel mehr gemacht. Auf jeden Fall, das ist seine Geschichte. Und Frank macht uns jetzt mal ein bisschen Fußballatmosphäre. Okay, danke, Land. Ich weiß, was Sie jetzt denken und wahrscheinlich habt ihr recht. Was soll denn immer hier diese ganze Fußballkacke? Aber es geht ja eigentlich gar nicht um Fußball. Es geht auch nicht um Kalle Delhaie. Es geht um, das sind alles nur beknackte Analogien. Es geht nur um drastische Fehlentscheidungen in unserem Leben und ich habe auch gar nichts gegen Bayern München. Ach doch, ich habe wohl was gegen Bayern München, aber nicht wirklich. Das geht so. Du sprachst halt wirklich oft davon, kein Ort war für dich weit genug weg, entweder Auckland, San Francisco oder Sydney. Immer der Duft der großen, weiten Welt, wir fragten uns immer, was sich denn hier noch hält. Es ist überall besser als das, was uns umgab, umgibt oder umgeben wird. Keine Frage, dass ich dir sofort 1000 Mark leihe. Es ist sicher, dass ich das als Eitelkeit verzeih. Doch erinnerst du dich, erinnert sich jemand noch heute an Kalle Delhaie? Der wollte auch ganz, ganz hoch hinaus. Nationalelf war ihm fast schon sicher. Glänzende Karriere, beste Aussicht. Wenn man sich heute in seinem größten Wahnsinn, wenn es morgen alles völlig anders kommt, oh glaub mir, das kann ganz schön bitter werden. Denn manchmal da geht es statt auf auch nieder und dann findest du dich auf der Ersatzbank wieder und dann auf der Tribüne von allen vergessen, fragt Kalle Delhaie, denn der müsste es eigentlich wissen. Gar nicht deine Träume nehmen, nur sicher, es würde ein tolles Leben mit deinen kosmopolitischen Freunden auf den Flughäfen dieser Welt. Kein Plädoyer für das bescheidene Glück, kein Träumen zertrümmern Stück für Stück, ist nur eine Frage von Pech und Glück, nur manchmal ist kein Zurück.